So Freunde, heute gibt es mal ein neues Video zu Ember Sword. Ember Sword hatte ich mal ganz am Anfang, wo ich mit meinen Krypto-Videos angefangen habe, berichtet. Und zwar hatte ich das in die Auswahl von meinen Top Krypto-Games genommen. Ich hatte jetzt so ein bisschen, weil bei Ember Sword nicht viel passiert ist, nicht mehr wirklich was über Ember Sword berichtet. Allerdings kann ich jetzt was berichten, und zwar Alpha Playtest vom 18. bis 19. April ist der Alpha-Test. Was müsst ihr tun, um bei dieser Alpha mitzumachen? Das werde ich für euch gleich beantworten. Ganz wichtig noch, derzeit läuft ein kleines Gewinnspiel, sage ich mal. Wenn ihr den einen Namen schreibt oder den besten Namen quasi für ein Halloween-Spiel, was ich bis zu Halloween machen will, schreibt und es sage, ja, das ist der beste Name, dann könnt ihr eine 20€ Passive Card gewinnen. Also schreibt mal unbedingt einen guten Namen, den es noch nicht gibt, für ein Halloween-Spiel, und vielleicht habt ihr dann Glück und ich sage, ja, der Name ist geil, du kriegst die 20€ Passive Card. Genau, also jetzt aber erstmal hier zum Video. Wie ihr teilnehmen könnt, das zeige ich euch gleich. Was ist Ember Sword? Ember Sword ist natürlich ein Krypto-Game. Und hier seht ihr nochmal, was die Anforderungen sind, um gleich mal Ember Sword zu spielen. Aber was ist überhaupt Ember Sword? Es ist, wie gesagt, ein Krypto-Game, es ist ein MMO-Game. Könnt ihr auch nochmal die Bibliothek, die Galerie kann ich nochmal kurz zeigen. Hier kurz nochmal ein Trailer, Ember Swords. Das ist das ganze Spiel. Ihr habt den Charakter, ganz viele andere Spieler. Ihr könnt gegen Monsters kämpfen. Ihr könnt, wie gesagt, Play to Earn. Das macht ja Crypto Games aus. Ihr könnt gleich mal verdienen, indem ihr Ember Sword spielt. Und die Landschaft sieht wirklich cool aus. So cartoon-mäßiger Style. Wirklich sehr, sehr cool. Es ist vielleicht kein Niveau wie Illuvium, was natürlich schon wie ein AAA-Game jetzt schon aussieht. Aber es ist wirklich durchaus cool und ich finde, man sollte Ember Sword wirklich eine Chance geben. Das sieht wirklich doch schon ganz cool aus mit dieser Comic-Grafik hier. Hat was, finde ich. Also hat was. Hier könnt ihr euch die ganzen Häuser, die kann man auch, man kann auch Housing machen in Ember Swords. Die ganzen Häuser kann man sich anschauen. Die ganzen Gebiete, also es sind hier auf jeden Fall schon coole Gebiete dabei. Auch die Grafik gefällt mir relativ gut. Wie könnt ihr jetzt aber daran teilnehmen? Ihr müsst einfach nur bis zum 18., am besten bis zum 17., euch einfach Register Now machen, E-Mail eintragen, Passwort. Ihr müsst einfach eure E-Mail eintragen, Passwort, nochmal das Passwort eingeben und hier auf Zustimmen drücken, Create Account, und dann seid ihr schon dabei. Ihr kriegt dann automatisch, wenn ihr einen Account hier habt, Zugriff auf den Alpha Playtest. Dieser ist leider nur wenige Stunden. Allerdings könnt ihr trotzdem dann Ember Sword zocken. Wirklich cool. Und ich finde, man sollte es auf jeden Fall mal ausprobieren. Es hat schon auf jeden Fall Potenzial, Ember Sword. Was ist eure Meinung über Ember Sword? Das war jetzt mal heute wieder so ein kürzeres Video. Einfach so eine Ankündigung, sag ich mal, dass es Ember Sword, ein Playtest jetzt macht. Wenn ihr aber wollt, dass ich noch vielleicht auch Ember Swords Gameplay zeige, was ich glaube ich sowieso machen werde, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn ihr es absolut nicht wollt, dann schreibt, nee, wir wollen Ember Swords nicht mehr sehen auf dem Kanal, es sieht schlecht aus oder so. Wenn es dem Fall ist, schreibt es unbedingt in die Kommentare. Ansonsten werde ich auf jeden Fall ein bisschen Ember Swords Gameplay dann am 18. hier auf dem Kanal hochladen. Deswegen abonniert den Kanal, lasst ein Like da. Und schreibt den besten Namen für ein Halloween-Spiel, der euch einfällt, in die Kommentare, den es noch nicht gibt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein und ciao, ciao, Freunde.